Falls es jetzt direkt Fragen gibt hier im Call, können wir die natürlich auch hier dann gleich besprechen. Also insofern, wenn jetzt eine Frage da ist und Sie sich trauen, ne, in der großen Runde dann die Frage zu stellen, dann schießen Sie gerne los. Dann können wir die Frage natürlich auch hier gemeinsam mit den anderen beantworten. Herr Hensler, ja. Ja, Herr Rossmann, ich würde an der Stelle auch anbieten, dass man auch mit mir Kontakt herstellen kann. Also Sie können auch gerne meine Kontaktdaten weitergeben. Kurz zu mir vielleicht. Ich bin selber Student im DBM-Programm, jetzt im zweiten Semester beim Herrn Rossmann und komme von der NBW, also der Energie Baden-Württemberg AG. Also wenn da Fragen sind, gerne an mich. Ich hoffe, ich kann beantworten, was gefragt wird. Ja, sind ja hervorragend, das war gar nicht abgesprochen. Ja. Insofern haben wir quasi dann Teilnehmer dabei, die sich heute noch den ganzen Tag mit Artificial Intelligence rumschlagen mussten, ja, und dann auch noch abends hier in den Infotag mitkommen. Hervorragend. Ja. Also Adresse gebe ich gern weiter. Da hätten wir jetzt einen aktuellen Teilnehmer und wie gesagt, da die Möglichkeit nochmal zu Fragen. Ne? Ich würde aber sagen, das machen wir dann bilateral. Das heißt, falls da Interesse da ist, dann einfach gerne mir eine Mail schicken und ich gebe die Kontaktdaten dann individuell weiter. Sonst akut Fragen, die wir gleich hier beantworten können. Ja, ich hatte da noch eine Frage. Wie hoch wären denn die Semestergebühren? 24.000 Euro für das gesamte Studium, das heißt 1.000 Euro pro Monat. Es gibt keine Semestergebühren im klassischen Sinne. Das heißt, das, was wir so kennen aus dem Studium, das haben wir in dem Fall hier nicht, sondern das sind Teilnahmegebühren, die semesterweise berechnet werden. Das heißt, pro Semester sind das dann 6.000 Euro und im Endeffekt werden die auch semesterweise dann abgerufen. Gibt es weitere Fragen? Ich habe vielleicht noch direkt eine Frage. Und zwar im Vergleich zu dem anderen Studiengang hat sich das jetzt verhältnismäßig unflexibel angehört, wenn man das so sagen möchte oder sagen kann. Also gibt es eine Mindeststudiendauer oder werden einfach die 4 Jahre durchgezogen und wenn man halt zwischendurch mal nicht kann, hat man Pech gehabt? Oder, also wie kann man sich das vorstellen? Ganz blöd gefragt. Da haben Sie absolut recht. Das ist auch inflexibel und es ist auch bewusst so geplant, weil wir wollen, dass die komplette Kohorte über den gesamten Zeitraum zusammenbleibt. Das heißt, wenn Sie einen Studiengang suchen, wo Sie sozusagen Ihr Programm selbst konfigurieren können und dann auch mal ein Semester aussetzen und dann irgendwie später wieder weitermachen und neu zusammensetzen, dann ist das sicherlich mit dem Digital Business Management das Falsche. Hier bleibt die Kohorte zusammen. Natürlich kann es da mal passieren, dass jemand dann nicht kann oder einfach mal krank ist oder ein Modul nachholen muss. Das kann man dann schon organisieren. Das heißt, natürlich können die Module dann im nächsten Semester auch nachgeholt werden. Wir hatten auch tatsächlich beim DBM-Programm auch schon mal einen Ansatz, dann im Thesesemester dann Auslandssemester einzuschieben. Das geht schon auch. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Programmstruktur tatsächlich nicht so flexibel ist, wie das im DBE-Programm der Fall ist. Der Vorteil dieser Inflexibilität ist an der anderen Stelle dann halt, dass man Planungssicherheit hat. Das heißt, Sie haben zum Studienstart halt schon Ihren kompletten Terminkalender dann zur Verfügung. Und das ist auch das, was unsere Praxispartner, also die Unternehmen, die ich gerade vorher aufgezählt habe, im Prinzip auch brauchen, um so ein berufsbegleitendes Studium mit einer hohen beruflichen Belastung dann auch umsetzen zu können. Vielen Dank. Und die nächste Frage zum Auslandssemester haben Sie auch gleich schon beantwortet. Danke. Das Auslandssemester ist möglich, können wir anbieten und organisieren. Und ja, also ich denke, da gibt es tatsächlich sehr viele Möglichkeiten. Es ist so, dass gerade im Masterbereich um die Destinationen häufig etwas limitierter sind als im Bachelor, weil einfach doch im Bachelor mehr passiert noch, was strukturierte Austauschprogramme angeht. Aber durch die starke Forschungsaktivität, die wir hier haben und allgemein die starke internationale Ausrichtung der Hochschule Reutlingen mit einem guten International Office,
gibt es eigentlich kaum eine Ecke dieser Welt, die man dann nicht doch bereisen kann. Und ja, gerade jetzt bei DBM bietet sich da tatsächlich das Thesissemester an, vielleicht dann sogar die Thesis dann im Ausland zu machen. Das hängt da ein Stück weit natürlich auch vom Unternehmenspartner an. Gerade wenn man da voll arbeitet, ist es dann auch manchmal so, dass man dann auch mit dem Unternehmenspartner vielleicht ein Agreement findet, der dann auch im Ausland tätig ist. Also das sind alle Möglichkeiten offen, das muss man einfach frühzeitig ansprechen. Ne? Danke. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte eine Frage zu DBE und Angleichsleistungen. Mhm. Kann dazu auch Praxiserfahrung angerechnet werden? Das kann ich mal beantworten. Also die Idee an Angleichungsleistungen, also zuallererst mal vielleicht für alle anderen, die Idee an Angleichungsleistungen ist, dass sie quasi die Differenz von 30 ECTS von einem 180 ECTS-Bachelor zu einem 210 ECTS-Bachelor überwinden. Das ist notwendig, weil das Studienprogramm DBE halt für 210 ECTS-Bachelor zugelassen ist. Die Anerkennung von Leistungen als Angleichungsleistung ist immer ein Einzelfall, eine Einzelfallentscheidung. Man kann also hier keine generelle Aussage treffen, sondern ist natürlich abhängig von dem, was Sie da als Leistung anbringen. In der Vergangenheit kann ich da mal von zwei Fällen einfach nur so berichten, dass das zumindest teilweise möglich war. Das hängt aber ganz davon ab, was das für Leistungen waren. Also ein Bewerber kam mal auf mich zu und hat gesagt, er hat halt als Teil seines Bachelorstudiums, nicht als Teil seines Bachelorstudiums, Verzeihung, als nach seinem Bachelorstudium eine entsprechende Leistung abgelegt und die wurde auch entsprechend bescheinigt. Also das muss halt auch irgendwie vorhanden sein. Und dann liegt es natürlich in dem Ermessen des Studiendekans, also natürlich ich, ob das als eine solche Leistung anerkannt wird. Da musste man aber nochmal separat darüber sprechen. Und man muss auch dazu sagen, also es sind 30 ECTS. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, zumindest wenn Sie nur eine Praxisleistung haben, dass die diese 30 ECTS erfüllt. Das heißt also, zumindest solche Leistungen können, wenn sie denn passen, dann nur einen Teil dieser 30 ECTS abdecken. Aber das wurde in der Vergangenheit schon in Einzelfällen gemacht, ja. Super, danke schön. Okay, falls es noch eine Frage gibt, gerne jetzt stellen. Ansonsten würden wir dann zum letzten Teil kommen, der ich auch. Ich habe gehört, mehr eine bürokratische Frage. Für Studierende ohne einen Abschluss von Deutschland, so ein Bachelor von zum Beispiel einem anderen Land, was ist dann die, was braucht man für einen Nachweis für Deutschsprachkenntnisse? So ein Test DAF oder was ähnliches? Christian, vielleicht kannst du da nochmal, jetzt müsste ich selber tatsächlich in die Zulassungssatzung reingucken. Ich glaube, es gibt den Nachweis oder es ist ein Nachweis erforderlich. Kannst du da sagen? Ne? Ich glaube, da ist bei DBE und DBM sogar Gleichstand. Das regelt die Hochschule über die sogenannte Sprachsatzung. Das ist so ein Dokument, wo die verschiedenen Sprachlevels, die für eine Aufnahme des Studiums erforderlich sind, detailliert beschrieben sind und auch die zu erbringenden Nachweise detailliert beschrieben sind. Und man muss so einen Test, also wenn man für Deutschkenntnisse zum Beispiel das Ganze hernimmt, muss man so einen Test-DAF-Nachweis erbringen. Und ich glaube, das hängt von den Punkten oder von dem Level ab. Das müsste man dann nochmal im Einzelfall halt prüfen, was da bei Ihnen der Stand ist. Die englischen Sprachkenntnisse übrigens, die auch bei beiden erforderlich sind, entsprechen dem B2-Niveau. Das ist durch ein reguläres Abitur zum Beispiel erreichbar oder durch den Nachweis von bestimmten Veranstaltungen im Umfang von bis zu 20 ECTS aus einem Vorstudium.
Also das sind mal so die Sachen. Das sind hochindividuelle Geschichten, muss ich dazu sagen. Also ich erlebe auch immer wieder, wenn Studierende mich anfragen, ob das halt passt, dass man das für jeden Einzelnen tatsächlich auch ein bisschen überprüfen muss. Insofern scheue ich mich so ein bisschen, so eine generelle Aussage hier zu bringen. Wer da Sorgen hat, dass er da diese Levels nicht erfüllt, dann bitte also im Nachgang nochmal vor allen Dingen mit mir Kontakt aufnehmen. Ich kann dann den Verweis geben auf diese Sprachsatzung und da steht dann detailliert drin, das kann man wie als eine Art Checkliste quasi verwenden, ob man das erfüllt oder nicht. Okay, vielen Dank.